Einen wunderschönen guten Tag hier aus Fürth, ganz nah bei Erlangen, meiner Heimatstadt. Und mein Gast heute, es ist unglaublich, es ist wahr geworden nach 18 Monaten. Da war eigentlich der Termin geplant, jetzt ist sie da. Mein Gast, Cissi Perlinger. Hallo. Ja, guten Tag. Das letzte Mal, ich kann mich erinnern, musstest du leider absagen. Du hast am Telefon hast gesagt, hallo. Ich dachte mir, oh, ist die besessen oder so? Ist erkältet. Ein böser Dämon hat sich in meinem Hals festgesetzt gehabt. Nee, da war ich echt, da hatte ich irgendwas mit der Stimme. Genau, ich musste dieses Jahr sogar meinen ersten Gig in fast 30 Jahren Karriere absagen, weil ich komplett... ging nicht mehr. Du scheinst eine soziale Ader zu haben, du trittst in Fürth auf. Entschuldigung. ich trete hier jedes Jahr auf. Das ist einer meiner liebsten Theater, wunderschön, Rokoko, der Wahnsinn. Da habe ich hier auch meine DVD aufgezeichnet. Es ist immer voll, die Leute sind total süß hier. Großartiges Theater. Ja? Ja, kann man echt mal bringen. Das aktuelle Programm, gönn dir eine Auszeit. Ja. Was ist das? Also gönn dir eine Auszeit. Ich arbeite ja in meinen Shows immer so ganz persönliche, wirkliche, tiefe, schwere Krisen auf, die jeder so durchmacht. Also da ging es von kleines Mädchen muss erwachsen werden, wie entdecke ich meine Sexualität, wie funktionieren Beziehungen. Und dann kam die große Single-Dämmerung, wo ich also von der glücklichen, toll liierten Frau zum Häufchen Elend und dann zum glücklichen Single werde. Und gönn dir eine Auszeit ist mir halt vor 15 Jahren passiert, dass ich einen schweren Tinnitus mir eingefangen habe. Also komplett überarbeitet. Ich habe 5 Jobs gleichzeitig gemacht. Ich habe in der Zeit Cissi die Perlinger Show für die ARD gedreht. Ich hatte einen Kinofilm draußen. Ich war ständig unterwegs mit meinem Live-Programm. Ich habe ein Buch geschrieben und CDs gemacht. Und dann habe ich noch eine Modekollektion von Karstadt gemacht. Und dann habe ich noch, also allerhand so. Und der Kalender war so richtig schwarz zugegritzelt. Und ich habe gedacht, ja supi, es läuft. Ich bin da, wo ich hin wollte. Und plötzlich wache ich eines Morgens auf und es hat wirklich 2 Düsenjäger im Ohr gehabt. Daraufhin kann man dann nicht mehr schlafen. Dann bist du irgendwann mal echt ein Wrack. Dann habe ich nur noch alles abgearbeitet und dann habe ich wirklich mal angefangen, über mich und mein Leben und meine Zielsetzungen nachzudenken. War dann auch Gott sei Dank in Therapie, kann ich übrigens sehr empfehlen, war hochspannend. Und bin dahinter gekommen, dass mich, weil mein Vater mich als kleines Kind verlassen hat, alle kleinen Kinder denken dann, ich bin schuld, ich bin nicht liebenswert und nicht gut genug. Und aus diesem Grundgefühl, nicht zu genügen, geben wir so wahnsinnig Gas, überfordern uns total und haben alle einen Burnout. Und das war damals, zu der Zeit war ja auch Burnout wirklich auf jeder Titelseite und es war ein sehr... tolle Erfahrung zu sehen, wie alle Menschen im Publikum sich total mit mir identifizieren und wie wir durch so ein ganz ernstes Thema durchgehen und trotzdem so viele Pointen drin sind, wie ich noch nie vorher geschafft habe. Also wirklich jeder zweite Satz ist ein richtiger Lacher und die sitzen unten und haben rote Backen und sind glücklich und kommen hinterher und sagen, danke, so weit möchte ich es nicht kommen lassen, ich werde jetzt sofort mein Leben ändern. Auch viele Journalisten übrigens, mit denen ich so telefoniere, die sagen dann alle, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich muss auch mal aufpassen, dass ich jetzt nicht demnächst da lande. Also es war so in der Luft, weil ich einfach sehr bei mir bleibe. Ich gucke nicht in der Zeitung nach, was ist jetzt gerade das Thema, sondern ich schaue immer in meiner eigenen Befindlichkeit. Ist das so eine Sache, die wir im Moment in der Gesellschaft noch haben, dass jeder sagt, ich muss omnipotent sein, ich kann so viel. Ist das wirklich der Grund, dass man... dass es nicht genügt, dass man zeigen will und beweisen möchte, was man alles kann? Also wenn man es jetzt gesellschaftspolitisch wirklich aufdröseln will, muss man sagen, die ganzen Menschen, die heute erwachsen sind, viele von ihnen sind eigentlich noch ohne Väter aufgewachsen. Auch die selber, deren Väter sind ja auch ohne Väter aufgewachsen. Viele sind im Krieg geblieben. Wir tragen alle noch die Familienaufstellung der vaterlosen Gesellschaft in uns. Und der Vater ist derjenige, der dir ein Rückgrat gibt, der dich durch Lob und durch einfach dadurch, dass er dich unterstützt, dir sozusagen diese Standfestigkeit gibt, zu sagen, das brauche ich und das brauche ich nicht. Und wenn man die nie hatte, dann denkt man, dann ist man wahnsinnig beeinflussbar. Also es ist in meiner Show auch so, dass ich zum Beispiel ein ganzes Kapitel nur den Medien widme, die ja momentan
an allen Ecken und Enden an uns saugen und uns versuchen, das Gehirn zu waschen und zu sagen, du brauchst noch dies und du musst noch jenes kaufen und damit du toll bist, musst du auch unbedingt so aussehen und das muss auch noch in dein Leben rein und zack und bumm. Und wenn du eh schon diese Labilität mitbringst, weil du nicht wirklich von zu Hause gestärkt in die Welt geschickt worden bist, dann bist du dafür anfällig. Und dann fängst du an, irgendwelchen dummen Zielen hinterher zu laufen und glaubst, du wirst glücklich, wenn du mal ein tolles Auto und zwei Fernseher und ein Haus und eine gut aussehende Frau und den ganzen Schmarrn beieinander hast. Und im Endeffekt, und so ging es mir, und deswegen war das auch eine wertvolle, wirklich, ich danke so sehr, dass ich das erleben durfte, so früh in meinem Leben schon. Ich hatte alles erreicht. Ich hatte wirklich Kohle, eine Riesenkarriere, einen tollen Mann, bla, blups, was du kannst das alles so abhaken. Ich hatte das jetzt nicht auf der Liste verfolgt, aber es war irgendwann alles da. Und was war ich? Einsam, unglücklich und todkrank. Und dann fängt ein Prozess an, wo du sagst, Moment mal, das Glück, das wohnt ganz woanders. Das wahre Glück heißt eigentlich, dass ich jetzt hier im Moment spüre, dass diese Tischplatte warm ist und dass ich hier ein schönes Gespräch mit jemandem führe, der sich für mich interessiert, der mich anguckt, dass ich nach wie vor mit meinem Beruf wunderbar funktioniere, obwohl ich nicht mehr dauernd in der Glotze bin, dass ich überhaupt keine Statussymbole brauche, um mich irgendwie zu erhöhen, sondern dass ich einfach mit dem, was ich mir selber bin, genügen kann. Und das ist ein ziemlich langer Weg durch eine Therapie gewesen. Das war bei mir auch viel Meditation und auch viel der Einfluss, dass ich eben in Indien lebe seit 14 Jahren, durch diese Krise ausgelöst. Und ich wünsche jedem, dass er da mal hinkommen darf, an so einem Punkt, wo er wirklich sagt, ich brauche so viel nicht mehr. Ich habe mich von ganz vielen Schnapsideen, die man mir eingepflanzt hat, losgelöst. Wenn das, was gar nicht der Punkt ist, sondern das wie man lebt, ich beobachte es im Moment auch in der Gesellschaft, dass auch da so ein gewisser Bewusstseinswandel auch da ist, auch was die Konsumhaltung angeht. Was ich ganz spannend finde an deiner Show, das ist wirklich irre, wo die Leute auch mit offenem Mund da stehen, ist diese Vielfalt der krassen Kostüme. Wer macht die eigentlich? Ich, das ist mein einziges Hobby. Es ist irre. Ich schlüpfe wahnsinnig gern in verschiedenste Facetten meiner Seele sozusagen. Und das habe ich schon immer gemacht. Ich habe mich schon als ganz kleines Kind total verkleidet. Das habe ich, glaube ich, von meiner Mama. Die ist auch schon teilweise mit langer Nase und 20er Jahre Badeanzug und irgendwelchen bescheuerten Hüten in der Wohnung rumgehüpft. Einfach aus Spaß an der Freude. Ich habe mich schon ins Freizeitheim Cosimapark und auch in die Schule damals waffenscheinpflichtig zurecht onduliert, einfach aus, weil es mir Freude gemacht hat. Also das ist etwas, was ich habe mich schon als ganz kleines Kind mit Filzi und Malfarben geschminkt. Das ist eine Frage des Archetypen. Also manche Menschen brauchen das nie in ihrem Leben und ich brauche das quasi wie die Luft zum Atmen. Und natürlich ist daraus auch mein Beruf erwachsen, dass ich am Anfang habe ich ja eigentlich fast schon eher eine Kostümshow gemacht. Und jetzt ist es halt so, dass ich mir schon genau überlege, welche Figuren will ich auftreten lassen, welche, ich erzähle ja nie ein Nummernprogramm, wo ich sage, jetzt mach ich mal da ein bisschen witzig drüber und hier, sondern ich erzähle ja immer eine Geschichte. Und da ziehen sich Figuren durch. Und dann begegnest du auch zum Beispiel, wie gesagt, deiner Therapeutin oder einer Schamanin in der letzten Show oder eben der Angst, wie sieht die aus, an sich verkörpert, der böse Drachenangst. Ja, das war dann so eine Schlange mit einem 2,5 Meter langen roten Schwanz. Oder das dicke Schwein, das sich seine eigenen Schinken zum Markte trägt. Ich versuche einfach immer so metaphorische Bilder zu finden und die dann in Kostüme oder damals, was den Leuten sehr im Gedächtnis geblieben ist. Weil eben Bilder, muss man dazu sagen, Bilder prägen sich ein und Leute kommen zu mir und sagen, ich habe sie vor 28 Jahren in der kleinen Kunstbühne hinter Dupfing gesehen und da waren sie ein Kakadu. Und weil die das Bild noch im Kopf haben, oder die kleine dicke graue Maus, die hat auch ganz viele Leute, die hatte so eine Lederhose an und war ganz, und ich bin nicht dabei und alle anderen haben es toll und ich darf nie mitspielen. Und damit identifizieren sich die Leute und dann haben die ein Bild und deswegen arbeite ich mit Kostümen, dass ich denen nicht nur verbal so einen kleinen Teil ihres Gehirns bediene, sondern mit einem Bild bist du verankert und da triffst du auch die Seele. Die Seele kommuniziert in Bildern. Die Träume, die wir träumen, die Bilder erzählen uns die Geschichte. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass in meiner Show
choreografische Momente, Lichtregie und Ton und alles zusammen. Also ich versuche da wirklich einen Vollwaschgang der Gefühle zu erzeugen. Es ist fantastisch. Fantastisch ist auch, das hat mich schon damals überzeugt. Also ich bin ja 81er Jahrgang und du bist nach dem Abitur damals, jetzt bist du in Indien gewesen, aber damals in Paris. Direkt, ja. Direkt nach dem Abitur. Nach Frankreich ausgewandert. Und zwar musst du mir wirklich erklären, jetzt auch für einfach für Zuschauer, die sagen, kann ich einfach losziehen und mein Glück finden. Was hast du da gemacht in Paris? Ich bin losgetrampt. Das werde ich nie vergessen, weil das war schon... Wann war das? Ich hatte schon direkt nach dem Abi. In welchem Jahr? Das weiß ich nicht mehr. Das war Sommer. Das war keine Ahnung, welches Jahr das war. Ehrlich, ich denke überhaupt nicht in Zahlen. Ja. Ich weiß nur, dass ich ziemlich Schiss hatte an der Autobahnraststätte und mir dachte, oh Gott, jetzt trampst du da so alleine los. Aber ich hatte so ein Gasspray in der Tasche und ich war einfach eisenhart entschlossen, jetzt muss ich eine Ausbildung anfangen. Ich bin irgendwann mal eines Morgens wirklich so in meinem Bett so richtig senkrecht im Bett gestanden, weißt du, kennst du das? Und habe gesagt, wenn ich jetzt nicht das durchziehe, was mein Traum ist und was ich leben will, dann werde ich unglücklich. Und da habe ich gewusst, Tanzausbildung, Gesangsausbildung, ich muss jetzt los. Und da war für mich ganz klar, sowas macht man nicht in Deutschland. Du musst auf Tanzausbildung, dann musst du nach Frankreich. Und ich wollte auch Französisch gescheit lernen und da bin ich dahin und war dann eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht. Also die Franzosen an sich jetzt schon mal nicht so fröhlich und offen. Und wenn du nicht fließend sprichst, schauen sie sich sowieso mit dem Arsch nicht an, muss ich leider sagen. Und da war ich da ein Jahr und dann habe ich mir auch den Fuß verstaucht. Und ich habe da gewohnt und ich habe einfach so ein kleines Appartement gesquattet. Das war sehr lustig, weil ich war zuerst mit so einer Gruppe von afrikanischen Choralspielern, sind wir so an der ganzen Côte d'Azur rumgetingelt und ich habe bei denen getanzt und habe dann das Geld eingesammelt. Die waren sehr süß, haben mich total in Frieden gelassen, haben mich beschützt. Und dann kamen wir zu denen nach Paris und in dem Haus, wo die gewohnt haben, war oben das oberste Zimmerchen frei. Ich habe mir einfach ein Schloss gekauft, habe das vorgehängt und hatte einen Ausblick auf Sacré-Cœur. Es war wirklich großartig. Und dann wurde es aber richtig ungemütlich, so Ende November. Da hat es dann reingeregnet, ich hatte auch keinen Strom und ich habe mir den Fuß schwer verstaucht. Da kam ich der zurück. Arme Poet. Ja, genau. Voll der arme Poet. War wirklich großartig. Nur eben nicht von Spitzweg, sondern Spitzwege. Und dann bin ich nach München zurückgekommen und habe den magischen Anruf erhalten, dass jemand gesagt hat, du hast vor 2,5 Jahren mal in der Stadtzeitung München eine Annonce aufgegeben, singender Tanzclown sucht Anschluss an originelles Projekt und jetzt bräuchten wir eine Sängerin. Ich war genau einen Tag zurück in Deutschland und der Typ reagiert auf eine Annonce von vor 2,5 Jahren. Da habe ich gedacht, das ist Fügung. Bin dahin, habe den Job gekriegt, habe dort meinen nächsten Freund kennengelernt und mit dem habe ich dann meine Soloshow auf die Beine gestellt. Und dadurch habe ich dann auch 5 Voices in Close Harmony, habe ich dann eine sehr gute Gesangsausbildung bekommen, habe 6 Jahre richtig Gesang studiert und kaum war das abgeschlossen, habe ich auch gemerkt, dass Gesang und Tanz eigentlich nur sozusagen die Vorbereitung sind. Wenn du wirklich auf der Bühne stehst, musst du gescheit schauspielern können. Und da habe ich gedacht, wo gehst du da hin? Amerika. Bin ich nach New York und bin zu Susan Betzen, die ich übrigens sehr empfehlen kann, wunderbare Schauspielerin, und habe bei der ganz lang, ich hatte dann schon eine erste Rolle angeboten bekommen, habe ich gedacht, das machst du jetzt mal gescheit. Und habe da wirklich mich irrsinnig reingeschafft und das war dann auch sehr erfolgreich und dann ging die Dreherei los. Und ich habe eigentlich immer nur fleißig mein Ding nach dem anderen gemacht, aber es kam eins zum anderen dazu. Einerseits als Ausbildung schön, aber andererseits im Terminkalender irgendwann mal fatal. Ist es das, dass man endlich es schafft zu sagen, ich traue mich, ich bin mutig, um meinen Weg zu gehen, die Leidenschaft, die Liebe und dann fügt sich vieles? Also von Trauen war bei mir nie die Rede. Ja, also da muss ich mir ganz... Also Trauen war echt nicht mein Thema. Ich habe mich nie trauen müssen, sondern ich habe immer das als komplett natürlich empfunden. Also mein erstes Mal, wo ich auf eine Bühne gegangen bin, das war, werde ich nie vergessen, das war wirklich nur so eine hohe Stufe. Ich bin da raufgegangen, habe mich umgedreht, die 2 Scheinwerfer auf so einer Brettelbühne scheinten mich an, die Leute saßen unten. Und plötzlich war die Welt in Ordnung.
Vorher war sie immer verschoben, weil ich immer mich zurückhalten musste, weil immer alle gesagt haben, musst du dich immer so in den Vordergrund drängen, musst du dich immer so verrückt anziehen, musst du immer singen. Sogar in der Musicalschule in Wien habe ich mir vorwerfen lassen müssen, dass ich mich in der Garderobe einsinge. Und da bin ich zum Direktor und habe gesagt, jetzt endgültig lasse ich es mir nicht gefallen. Dann hat der nur ganz süffisant lächelnd gesagt, es herrsche das Faustrecht. Dann habe ich mich natürlich durchgesetzt, aber ich habe immer gesungen, wo ich gegangen und gestanden bin. Und wurde immer von irgendwelchen Leuten. Ja. Und sobald du auf der Bühne bist, verstummen all diese Stimmen und alle sagen, ach, wie mutig. Und ich denke, so nicht mutig, ich bin ich. Endlich darf ich ich sein. Und dann habe ich da natürlich, aber ich habe dich unterbrochen. Du hast gesagt, da traut man sich dann endlich. Und da war ich dann kurz schon mal bei, wie kann man... Ich frage dich einfach, was ist die Faszination an Indien? An Indien? Meine Güte. Also, wenn ich nach Indien komme, laufen mir regelmäßig seit 14 Jahren, wenn ich im Taxi sitze, und wenn ich jetzt drüber rede auch, nee, wirklich, die Tränen runter, weil es eine Art von Nachhausekommen ist, die ich niemandem erklären kann. Jeder sagt natürlich, ja, in einer letzten Reinkarnation, whatever. Mhm. Ich bin da daheim. Ich bin noch nie so zu Hause gewesen wie in Indien. Und zwar in jeder Hinsicht. Ich werde dort, ich blühe dort auf, ich bin dort in meiner Kraft, ich habe dort alles gelernt, was ich heute auf der Bühne mache, habe ich dort wirklich gelernt. Also sagen wir es mal so, ich war in der Tanzschule und ich habe viele Jahre sehr intensiv und diszipliniert Ballett getanzt. In Indien gehe ich jeden Tag an den Beach, habe meinen Walkman auf und mache dort mein Balletttraining und seitdem kann ich erst wirklich tanzen. In Indien hupfe ich jeden Abend auf irgendeine Bühne und rave mit irgendjemandem und bin dort wirklich zur Sängerin geworden, weil die natürlich die schlechtesten Anlagen der Welt haben und alle aufreißen und nur noch psychedelic, experimental, heavy speed metal spielen und ich natürlich mithalten muss. Ich bin dort Schlagzeugerin geworden, ich habe dort Djembe spielen gelernt, ich habe dort Gitarre spielen gelernt. Ich bin dort zu einem spirituellen Meditierer geworden. Ich habe dort alle die Freunde, die mir wirklich nahe sind, getroffen. Ich esse dort das Essen, das mir am besten schmeckt. Ich liebe alle, ich könnte jede Kuh, die da auf der Straße geht, küssen, weil sie so schön sind. Die Leute sind einfach bezaubernd. Ich liebe die Inder zutiefst. Ich liebe es, dass alle Tiere frei rumlaufen dürfen, die Vegetation, was da für Vogeln nebeneinander fliegen. Und ich bin ja ein sehr naturverbundener Mensch. Mein Vater kennt ja jedes Tier und jede Pflanze und jeden Schwammerl. Und ich bin einfach da in der Natur. Ich lebe in einem ganz, wie soll man sagen, unzerstörten kleinen Hindi-Dorf, wo die Leute wirklich noch morgens mit einem Baum rausrudern und fischen gehen auf diesem Fluss. Und bin da zum ersten Mal hingekommen und habe gewusst, hier gehöre ich her. Und deswegen fahre ich da jeden Winter hin, spare eine Menge Heizkosten dadurch und lebe dort ein wirklich gutes Leben, vor allem ein gesundes und ein diszipliniertes, regelmäßiges Leben. Weil hier in Deutschland bin ich ja jeden Tag in einem anderen Hotel, jeden Tag irgendwo auf der Autobahn, immer irgendwie und dauernd Telefon und Schnicken, Schnacken, bupp, und da bist du immer abgelenkt. Und dort, wenn ich da eine Woche bin, dann macht es wufft, dann fällt alles von mir ab. Dann stehe ich in der Früh, ich stehe nicht auf, ich wache auf, ich greife nach dem Laptop und mache als erstes mal 2 Stunden Tippen, dann mache ich mein Yoga, dann gehe ich ins Fitnesstraining oder ich gehe an den Beach tanzen, ich übe Gitarre, ich übe jeden Tag meine Sachen und abends gehe ich auf irgendeine Bühne. Jetzt habe ich mein englisches Soloprogramm dort zum ersten Mal aufgeführt, endlich Premiere gehabt damit. Also ich bin da in einen wirklich regelmäßigen zu einem kleinen Schedule, den ich mir selber mache, der aber nicht stressig ist, sondern erfüllend. Und das tut mir irre gut. Und dann habe ich auch wieder die Kraft, hierher zu kommen und zu sagen, heute Fürth, morgen dort, weil ich weiß, irgendwann darf ich dann wieder heim. Wie ist es, wenn man, hat man einen anderen Umgang mit diesem Show-Zirkus, wenn man das Ganze aus so einer ganz neuen Perspektive. Ja. Nehmen sich hier die Showleute zu ernst, zu wichtig? Ja, also nein, das weiß ich nicht, ob die Leute sich wichtig nehmen. Das überlasse ich auch denen. Aber ich nehme das Ganze natürlich nicht mehr so wichtig. Also für mich ist die Erfüllung meines Lebens
in keiner Weise, dass ich jetzt irgendwo stehe und einen Preis überreicht bekomme, weil das ist ein Preis. Du hast ja eine Menge der bekommen. Der Grimme-Preis mit Gold, den nimmst, kriegst du in die Hand und 5 Minuten später fällt er auseinander, weil das ja billig gearbeitet ist. Er läuft dann auch schwarz an. Egal. Also das sind nicht die Momente, an die du auf dem Todesbett zurückdenkst. Ich schwör's dir. Mein Vater sagt es oft, er hat viele große Filme gedreht, auch viele Preise gekriegt. Er war wirklich ein sehr, sehr bekannter, wunderbarer Bühnenbildner. Der kann sich an keinen einzigen Film mehr erinnern. Der weiß, wie er mit meiner Mutter Hand in Hand, wie er sie kennengelernt hat. Da weiß der jede kleinste Bewegung, die sie gemacht hat, was sie anhatte. Ja, das sind die Dinge, die wir hinterher... Dieser Abstand ist das Wertvollste, was man sich verschaffen kann. Und den kriegst du nicht in 3 Wochen mal, leider. Den kriegst du, den macht die Zeit. Und deswegen würde ich jedem Menschen empfehlen, macht euch zu Zeitmillionären. Geld ist wirklich nur ein Vehikel. Zu viel kann man gar nicht ausgeben, außer man macht richtigen Blödsinn damit. Und Geld braucht man eigentlich nur so viel, dass man sich das Ticket dahin, das Leben dort, und ich zahle für ein Mietauto pro Monat 100 Euro. Jetzt nur mal, ne? Ich bin aber dort Zeitmillionär. Ich habe dort das wertvollste Gut dieser Welt zur Verfügung und ich habe ein Pendel. Wenn ich jetzt immer in Indien leben würde, würde mir wahrscheinlich irgendwann das Moos aus den Ohren wachsen, das will ich auch nicht. Aber dieses Pendel zu sagen, schwupp weg und schwupp wieder rein. Das ist ein leistbarer Luxus für viele, sagst du. Auf alle Fälle. Also das ist jetzt wirklich, also ich meine, gut, wenn du jetzt natürlich ein 4-Sterne-Hotel willst und alles irgendwie plitzeplank und schnuppidupsi sein muss, dann ist Indien nicht dein Land. Also ganz bestimmt nicht. Man lernt in Indien, dass man mit Dreck sehr gut leben kann. Die Leute leben dort, wenn du einmal in Kalkutta durch den Slum gegangen bist, dann fragst du dich, was die Menschen hier überhaupt jemals in Putzlampen in die Hand nehmen. Die Kinder leben im Dreck und sind bald gesund. Ja, das funktioniert, so haben wir immer gelebt. Natürlich kommt jetzt schlimmer Industriemüll dazu und die Dinge verändern sich langsam, aber also die Abwehrkräfte des Körpers sind unfasslich und seitdem ich regelmäßig in Indien bin, merke ich auch, ich werde da überhaupt nicht mehr krank. Man gewöhnt sich daran. Und die Leute, die hier in einer keimfreien, hygienischen Umgebung aufwachsen, haben alle Allergien und dauernd irgendwas. Also das ist schon auch völliger Unsinn, was uns da eingeredet wird. Keimfrei, da in jede Ecke und bla und blups. Es ist nur, damit die ihre Putzmittel verkaufen. Egal, was ich noch sagen wollte, das Pendel. Die Auszeit und die Applauszeit, daher ist auch der Titel von meiner Show. Die Applauszeit ist, wo ich wirklich geben kann inzwischen, weil ich aufgetankt habe in der Auszeit. Und dieses Pendel, das ist für mich eigentlich die wertvollste Entdeckung gewesen der letzten 15 Jahre. Das ist eine richtig riesen Botschaft in diesem fantastischen Programm. Auf alle Fälle. Ich habe dich ja richtig erlebt in den 90er Jahren, nach der Jahrtausendwende. Jetzt Sissi Perlinger polarisiert. So. Immer. Ja? Ein Inferno. Ich dachte, alle lieben mich. Wie, wer, war? Das höre ich zum ersten Mal, das finde ich süß. Siehst du nicht so? Nee, überhaupt nicht. Ich habe jetzt im Vorfeld in meinem Freundeskreis gefragt. Ah. Und klasse, voller Leben, gucke ich gern, erlebe ich gern. Mhm. Oder, die ist mir zu heftig. So, also, heftig? Inwiefern? Nee, ja, durch die Präsenz. Ah, durch die Präsenz? Ja, das ist. Okay. Was ich da dem Ganzen entnehme, ich bekomme jedoch immer eine Reaktion. Ja, okay. Also es ist nicht so, habe ich keine Meinung zu oder so, okay. Sondern es ist, du löst irgendwas aus. Aha, gut, verstehe. Und worauf ich hinaus wollte, das gibt es jetzt nicht als eine Frau-Show, sondern als Trio Infernal bald. Ha, ja. Weiber-Power. Ja, Weiber-Power pur heißt das. Was ist das? Das ist eigentlich wirklich eine ganz pfiffige Idee von meiner Agentin gewesen, die gesagt hat, jetzt hat sie schon die 3 tollsten Frauen Deutschlands, die stärksten Wuchtbrummen sozusagen in einer Agentur, mach doch mal zusammen was. Und dann haben wir uns 3 angeguckt, also Patricia Moresco ist die Regisseurin von meinen letzten 3 Programmen und von Lisa Fitzens Programmen, ist aber auch selber ein uraltes Comedy-Gestein, die hat schon mit früher Scherbentheater und später hießen die Shy Guys, also ganz viel gespielt, war immer die Frontfrau,
ist unheimlich lustig, hat bei Django Edwards gelernt und ist jetzt auch mit ihrer Solo-Show ganz viel unterwegs. Und diese Kombination Lisa Fitz und ich, die ist auch schon eigentlich sehr alt, 92 bei Schräge Vögel fürs ZDF in meiner damaligen ersten Fernsehshow, da war die Lisa schon gleich mein erster Gast und wir haben zusammen eine sehr schöne Nummer gemacht und alle haben gesagt, Mai, die Lisa und du, ihr sollt jetzt was miteinander machen und das hatten wir immer im Hinterkopf. Und dann ergab sich das irgendwann, das Tollwut Festival in München hat was gesucht, womit die schön eröffnen können. Und meine Agentin hat gesagt, schwupps, mach doch Weiber Power pur, die drei Mädels. Und es war ratzifatz ausverkauft und die Mädels, also das Publikum ist wirklich unter den Tischen gelegen. Es war halt, jede von uns hat ihre besten Nummern, die pointiertesten Sequenzen zusammen gemacht. Und dann haben wir halt am Schluss, sind wir alle drei alte Damen und rappen dann auch gemeinsam und machen halt auch so quasi die neuen Alten. Und das war wirklich ein ganz großer Erfolg und hat sich auch wirklich wie die warmen Semmeln verkauft. Jeder Veranstalter hat sofort gesagt, das klingt gut. Und was ich daran schön finde, da werden wahrscheinlich schon ein paar mehr Mädels als Männer im Publikum sitzen, schätze ich jetzt mal, weil man, da geht man vielleicht mit der besten Freundin oder mit einem Mädelsstammtisch hin. Aber das hat natürlich auch infernalische Auswirkungen auf die Stimmung im Publikum, weil je mehr Mädels du hast, umso mehr werfen die sich weg. Es ist echt. Ich habe einmal in meinem Leben vor 800 Frauen gespielt und ein Boss. Das waren die sämtlichen von irgendeiner Bank, der hatte die Idee, wir machen heute einen reinen Frauenabend. Ich habe eine Stunde länger gespielt als normal. Die sind bei jeder Pointe, die sind nur noch auf dem Boden rumgerollt. Und hinterher habe ich wirklich, glaube ich, 180 Bücher verkauft und 3 Stunden signiert. Und jede Einzelne sagte, Mai, war das geil, heute war so super. Und da habe ich mir gedacht, sowas, daran könnten wir anknüpfen. So eine Mädels-Power tut dem Publikum gut und ist für mich auch super, weil ich dann jetzt noch mal ein halbes Jahr rausschinden kann, bis ich mit meinem neuen Programm rauskomme. Und ich bin ja eine fürchterliche Perfektionistin und feile mir den Arsch ab, bis ich dann mal zufrieden bin mit meinen, also ich will ja keine Sekunde langweilig sein und so. Gib uns mal einen Tipp, was erwartet uns beim neuen Programm? Also, ich habe mir das so vorgestellt, ich habe ja in meiner jetzigen Show eine Dame ganz am Ende der Show, die sozusagen, ich rede darüber, dass ich früher so eine Angst hatte vor der Zukunft und seitdem ich Olga kennengelernt habe, habe ich da jegliche Zukunftsangst verloren und auch die Angst vorm Älterwerden, weil ich vor allem auch in Goa, und Olga habe ich in Goa getroffen und die gibt es auch wirklich, gibt es einfach eine völlig neue Generation von Senioren. Die haben irgendwie gelaserte Augen, Platingelenke, eine geliftete Designermuschi und die sind einfach total lustig unterwegs. Die rauchen ein kleines Tütchen und dann gehen die auch noch auf Partys. Die sind jung geblieben im Kopf und auch fit im Körper. Die sind spirituell, die haben längst den ganzen Unsinn losgelassen. Die bereiten sich auf das große Loslassen sehr gut vor teilweise. Und diese neue Generation von schlauer, grauer Flower Power, nenne ich das, die möchte ich gerne in meinem nächsten Programm quasi vorstellen. Wunderbar. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank auch für dieses Gespräch. Ich nenne zum sehr, sehr gerne. Zum Schluss nenne ich noch 3 Begriffe. Es geht um 3 kurze Assoziationen. Erster Begriff, Sehnsucht. Ist das, was man sich erfüllen muss. Zweiter Begriff, Begierde. Begierde ist doch eigentlich das Gleiche wie Sehnsucht, oder? Einfach etwas, was man sich erfüllen muss. Das nehme ich gleich als Antwort mit. Drittens, Lust. Lust. Lust ist ja auch was Schönes, was man sich erfüllen muss. Ist gut, Dankeschön. Vielen lieben Dank, Sissi Perlinger, und hoffentlich bis bald. Ja. Und ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.